Willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Und letztes Mal haben wir noch ein bisschen optimiert. Und ich würde mal sagen, dieses jetzt... es ist zu schaffen. Ich hoffe, ich kann das Ding wieder fliegen. Der letzte Folge ist nämlich etwas Zeit vergangen. Aber ich weiß noch wie. Okay, die Zeit war ein Tag, aber ist egal. Wir machen uns die besseren Controls an. Starten die Raketen und feuern langsam ab. Und meine Kopfhörer sind zu laut. Und ich kann jetzt gar nicht umstellen, weil ich ja hier das Ding auf der Spur halten muss. Bis zum Ende. Immer hochziehen. Und wenn wir am Ende angekommen sind, einfach hochziehen, loslassen, wenn wir leicht abheben. Dass wir bis zum Ende kommen. Und brillant abgehoben. Und jetzt nur noch hoch. Bisschen pitchen. Mir ist aufgefallen, das Ding bewegt sich wirklich. Hier sieht man das an der Seite, wo die Maus ist, wenn ich das mache. Bewegt der sich von der Mitte weg. Oder eben runter in diesem Fall. Weil ich gerade die falsche Taste gedrückt habe. Was sehr gut ist, dass man das sieht. Es ist doch visuell zu sehen. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Bei der Aufnahme, glaube ich, sogar schon. Ich habe es bloß nicht explizit erwähnt. Mirwani 1.5 Debris. Können wir nicht zu dem... Nein, die Kamera wollte ich nicht. Ich habe mich gerade gefragt, kann ich da hinspringen? Irgendwie... ging denn springen nochmal? Aha. Kann ich springen. Gut zu wissen. Ich würde ihn gerne mehr in die Mitte bringen. Würde dich auch gerne ein bisschen höher haben. Ein bisschen steiler. Noch sind wir ziemlich weit unten. Was machst du denn jetzt? Ein bisschen steiler. Lodin ist happy. Das könnte ein bisschen sehr steil sein. Unser Kurs ist sowieso schon irgendwo hin. Weil wir so eine Schräglage haben. Wodurch die auch immer kommt, ist mir gerade auch wieder mal egal. Ich hatte noch nicht mal vollen Schub. Jetzt habe ich vollen Schub. Kann ich die Zeit beschleunigen, ohne dass es sehr schief geht? Oh, das sieht nicht so gut aus. Es gibt nämlich ein leichtes Überkippen. Zur anderen Seite, komischerweise. Sehr komisch. Höher ausrichten wieder. Wieder vibriert dann aber schon ganz schön, wenn man in die Zeit hochgeht. Sollte man wahrscheinlich ein bisschen unterlassen. In jedem Fall steigen wir. Sehr steil, aber immer noch schnell. Lodin, alles cool? Alles dunkel, würde ich mal eher sagen, statt alles cool. Aber läuft. Er guckt ja einfach hier so in den Himmel. Nur nicht sehr viel zu sehen ist. Oh, wir sind viel zu steil, wir sind viel zu steil. Viel zu steil. Fokus Kerbin. Bin ich jetzt den anderen Ding los?
Nee, Fokus war ja falsch. So, die Air-Intakes lassen jetzt auch langsam nach. Das heißt, wir gehen ein bisschen flacher. Unser Flugzeug kommt wieder leicht in eine komische Bewegung. Oh Gott. Nicht tun. Nicht tun. Nicht tun. Gerade bleiben. Was ist denn los mit diesem Ding? Kann das SRS ein bisschen helfen? Oh. Oh, wir machen eine komplette Drehung. Nein, wir machen keine Drehung. Ich bin sich dagegen entschieden. Wir verlieren nur extrem an Höhe. Das ist das Einzige, was gerade los ist. Ach, jetzt bleib doch mal ganz in Ruhe. Wieso tust du mir das denn an? Wir müssen wieder an Höhe gewinnen. Wir wollen höher. Du bist doch gepitcht oder nicht mehr? Steigen zumindest wieder. Wir sind einigermaßen gerade. Wir fallen wieder ab. Wir fallen schnell ab. Was ist denn gerade los? Trotz hoher Geschwindigkeit nach vorne gerichtet. Keine Chance. Also nach oben gerichtet. Wir müssen noch ein bisschen höher kommen, ehe wir unsere andere Engine aktivieren. Bisschen ist gut, wir müssen noch ein ganzes Ende höher. Das ging es aber ganz schön noch hoch. So. Das Ding hat sich ein bisschen wieder gefangen. Wir müssen auf 15.000 Meter rund kommen. Wie sonst auch. Ungefähr diese Höhe. Wir steigen jetzt auf jeden Fall in einer sehr guten Rate wieder. Sehr erfreut. Was auch wie gesagt wichtig ist für unseren, für den weiteren Verlauf. Geschwindigkeit sieht auch gut aus. Wir könnten jetzt weniger steigen und noch ganz eine mehr Geschwindigkeit aufbauen. Wie gesagt, könnten. Ich weiß nicht, ob die andere Engine das unbedingt gut umsetzen kann. Auf jeden Fall wird die Luft weniger, aber unter 20 konnten wir noch gehen. Unter 20 war noch möglich. Meter. Engines aus und die große an. Und wir verlieren Geschwindigkeit. Das, was ich mir gedacht habe. Und wir verlieren die Kontrolle. Das habe ich mir nicht gedacht. Was nimmst du dir denn Benzin? Von dem vorderen Tank. Ist das nicht gut? Das gleiche, was letztes Mal auch passiert ist mit der anderen Engine. Vielleicht dürfen wir vorne kein Benzin verlieren. So, lass mal kurz umtanken. Ah! Ich sehe das andere Ding nicht. So. Out. Verdammte Scheiße, jetzt dreht ich doch nicht so viel. Ich kann das sonst nicht machen. Ich kann auch keine andere Taste derweil drücken. So. Raus hier und raus hier. Ich mach's gerade falsch rum, ne?
ist nämlich der vordere Tank. Den vorderen würde ich gern wieder füllen. Jetzt muss ich meine anderen Engines wieder anmachen. So. Gewicht ist jetzt alles vorne und hinten fehlt jetzt was. Dafür nehmen die vorne noch was raus. Nehmen sie gar nicht, weil das Ding aus ist. Wir müssen jetzt erstmal wieder Höhe kriegen. Dazu mehr Schub. Lodin, was hast du da angestellt? Wir steigen wieder. Wir sind aber auch aufs unter 6000 Meter abgefallen. Wir müssen wieder raus aus der Atmosphäre. Das ist Schritt 1. Noch ist nichts verloren. Okay, wir haben ziemlich viel Benzin schon verloren, aber ich glaube, da geht noch was. Das Ding... Nein, nicht Deploy Parachute. Das Ding möchte ich haben. Du gehen aus. Du sein leer. Okay. Ihr könnt also nicht ausgehen, weil ich sonst nicht mehr für die mittlere Rakete habe. Das ist nicht so praktisch. Ich weiß gar nicht, wieso die uns immer so sehr aus dem Konzept bringt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also, das Problem wüsste ich auch nicht, wie ich es löse. Also, das Problem könnte ich auch nicht lösen. Nadine freut sich mal wieder. Das wird sowieso eine Fallschirmlandung, weil wir... Oh, wir sind bald auf der dunklen Seite von Kerbin. Das war nicht so schön. Wir fliegen auch der Nacht entgegen. Oh. Jetzt nichts aus dem Konzept bringen. Nichts aus dem Konzept bringen. Wir sind sowieso schon ziemlich weit runter mit unserem Air-Intake. Ich hab gar nicht aufgepasst. Ich mach dich an. Du hilfst dabei jetzt nicht sehr viel weiter, wie vorhin auch schon. Ich versuche dich aber zu retten. Was trotz Gegenlenken kein bisschen funktioniert. Du drehst dich einfach ganz in Ruhe weiter. Selbst auf volle Power, da dreht er sich einmal im Kreis. Da wird er noch verrückter. Was ist das denn da hinten? Achso, das ist nur mein Schweif, den ich hier mir herziehe. Das sieht gerade so komisch aus. Wir steigen aus irgendeinem Grund. Das Flugzeug ist nicht zu kontrollieren. Kein bisschen. Wieso ist das Ding denn sowas von instabil? Ich glaube, ich muss hier wirklich ein SRS einbauen. Das vielleicht ein bisschen hilft. Jetzt nach oben gerichtet, hilft nichts. Wir fallen, wir fallen, wir fallen. Diese Bewegung kriegen wir auch, glaube ich, nicht mehr gestoppt. Ich kann nicht mal gegen diese Rückwärtsbewegung gerade gegenhalten. Trotz zwei Frontflüge und zwei an der Seite. Keine Chance. Null. Und das war es jetzt total. Mach die aus. Wir sind auf dem Rückweg. Wir sind auf dem Rückweg. Das Design funktioniert nicht. Kein bisschen. Soweit, also genau in dem Moment, wo ich die hinten hier anschalte, das war's. Keine Chance mehr. Null. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun soll. Es lag also nicht an einer anderen Engine. Es liegt einfach daran, dass es nicht geht.
Da muss ich vielleicht mal mir ein Video auf YouTube anschauen. Wieso? Wo dran das liegt? Oh Gott! Wir haben gerade die falsche Taste gedrückt. Ah! Mach Engine aus. Wollte eigentlich mein Fallschirm starten. Nee, dafür habe ich nicht die falsche Taste gedrückt. Ich hatte bloß noch die andere Stage da drin. Die dann einfach mal gefeuert hat. Was doch deaktiviert? Oder war die nicht deaktiviert? Eigentlich schon. Eigentlich. Gehen wir mal ein bisschen schneller runter. Bei 500 Meter ungefähr dran denken, ein bisschen runter zu gehen, weil sonst der Fallschirm einfach wegreißt. Sollte man immer dran denken. Ist ein bisschen gefährlich. Was geht denn mit ihm ab? Er scheint ziemlich happy zu sein. Oh! Was passiert? Was? Achso, mein Engine ist wieder weggeflogen. Aber in was für einem... Boah. Ich habe mich richtig erschrocken. 200 Meter haben wir noch. Wir machen jetzt einfach mal aus der Cockpit-Perspektive die restliche Landung. Gucken, wie es bei Lodin so abgeht. Seile gehen ein bisschen ins Cockpit, aber naja. Sehr laut. Und wir liegen wieder auf dem Dach. Da sind die Flügel. Warum liegt das Ding immer so rum? Kann es nicht mal andersrum liegen? Alles Gute ist, das Ding funktioniert noch. Wenn auch sonst nichts mehr geht. Okay, die Dinger gehen auch noch, aber... Na, komm, kriegen wir eine Drehung hin. Ah. Wir kippen wieder über. Gelandet. Sieht alles gut aus. Naja. Okay. Endflight. So. Mal schauen. 16 Minuten. Und 24 Kilometer waren wir hoch. Also 24.026 Meter. Ist ja schön und gut. Wir sind ganz schön weit gekommen. 334 Kilometer. Und über den Grund, also über den Boden 314 Kilometer. Klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber komm, für 16 Minuten sind 300 Kilometer gut. So. Dieses Konzept geht nicht. Wenn ich die jetzt wegnehme und hier einfach ein SAS zwischensetze. Ist das Wasser nicht dran rutschen will. Jetzt ist es dran. Jetzt muss ich euch nehmen und euch daran setzen. So. Staging ist noch alles gut. Seid ihr auch noch gut? Ihr seid auch noch gut. Das Ding ist jetzt natürlich auch ein bisschen länger geworden. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber das Cent. Die Masse ist doch genau mittig. Warum rutscht er immer zur Seite weg? Liegt das wirklich an dir? Mal. So ist es jetzt. Machen wir mal. Bitte euch bitte aushaben. Aus. Du auch. Auch wenn ich dich gerade nicht sehe. So. Wenn ich den jetzt wegnehmen würde. So, hier sieht man, er bewegt sich ein bisschen zur Seite. Ah, ist doch mittig, oder nicht? Das hat keine großen Auswirkungen, das könnte jetzt nicht zu viel beeinflussen. Ich krieg das Ding ja hier mittig rein. Und das Ding ist ja auch mittig. Oder ich gucke einfach bloß extrem schief. Aber da dürfte doch nicht sein. Hier, das ist so ein schöner Blick, wenn ich hier so ins Cockpit reingucke. Das Ding ist doch genau mittig. Oder ganz leichte Abweichung nur. Stehe ich nicht ganz.
So. Nächstes Mal mit dem SAS. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen nervig jetzt, die ganzen Flüge, aber es muss sein. Das ist Testen, Testphase. Naja. Die hier wollen wir auch noch irgendwann mal wieder wegholen, aber nicht jetzt, nicht jetzt. Da nicht. Ich will die jetzt schaffen, die Space Planes. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.